Tag der Arbeit und damit ein herzliches Willkommen zurück zur Folge 4 von Trainsim World 4, denn ich spiele das. Guten Abend, Lok. Für heute fahren wir mit diesem Zug zurück in Richtung Leipzig bis nach Riesa. Bitte richten Sie den Zug ein und lassen Sie die Fahrgäste einsteigen. Und damit wünsche ich euch ein herzliches Willkommen. So, die Türen sollen wir entriegeln. AFB, AFB, AFB. So, wir stellen die AFB auf 40. So, wir sollen die Türen verriegeln, das machen wir natürlich. Wenn das Signal es zulässt, fahren Sie bitte nach Riesa. Denken Sie daran, alle Signale entlang der Strecke zu beachten. Das werden wir natürlich tun. So, noch einmal rot. Das wird sich mit Sicherheit gleich ändern. So, das hat sich geändert, das heißt, wir lösen die Bremse. Ach, nein. Hier müssen wir auf jeden Fall 0 setzen und dann können wir loslegen. Wieso ist denn die Bremse angelegt? Ich verstehe es nicht. AFB, AFB, AFB. Muss ich nicht verstehen. Muss ich nicht verstehen. Zugbeeinflussung. 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 Warum das mit der AFB nicht funktioniert, muss ich nicht verstehen. Zugbeeinflussung. So, die nächste Mitte sollen wir gleich überfahren oder durchfahren. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, 70 dürfen wir auf jeden Fall.
ICE hingegen Zugbeeinflussung. 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 Mein Gott, hier stehst du ja nur unter PCB-Bewachung. Überwachung, gibt's ja gar nicht. Wahnsinn, ehrlich. Was dürfen wir denn jetzt überhaupt fahren? 80? Oder 70? Oder 70? Langsam sind wir auf 70, ja. So, da vorne ist das Ziel. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ich kann das gar nicht so schnell lesen. Ich kann es gar nicht lesen, ehrlich gesagt. Weiß ich, ihr könnt es ja stoppen. Ich stoppe es mir nachher auch. Ich kann es jetzt nicht lesen. Schnell, weil ich muss jetzt hier auf die PCB und so weiter achten. Da habe ich jetzt keine Zeit gehabt, das da durchzulesen. Ein bisschen aufschalten hier. Wo wir gleich stehen bleiben. Hier. Verflucht. Ja. Zwangsbremsung. 500 Hertz Magnet, super geil. Klasse. Ach, ey. Zwangsbremsung. Mega geil. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Richtig geil. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ja, 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 ja. Leute, 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 Leute. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung.
da befreien. Können wir auch beschleunigen. 80 dürfen wir immerhin. Wunderschön, wunderschön. Aber was für schöne Dostos wieder fahren. Genial. Ohne Steuerwagen, auch nicht schlecht. Ein bisschen aufschalten hier. So, sehr, sehr viel KI-Verkehr hier. Es gefällt mir ja sehr. Darf der nicht über 120 fahren? Lock, das gibt's doch gar nicht, oder? Steht doch dran, Formax 200. Ich versteh's nicht. Das verstehe ich nicht, sorry. Das verstehe ich nicht.
So, 7, ne, 6 Kilometer noch, circa. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt bei 120 bleibt. Oder ob der drüber geht. Scheint drüber zu gehen. Also die AfB bringt gar nichts. Aber null. Ich verstehe es nicht. Ach, was ist denn los jetzt? Mann! Zwangsbremsung. 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 Scheiß Teil hier, Zwangsbremsung. ey. Mann. Zwangsbremsung. Ach, Zwangsbremsung. 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 Zugbeeinflussung. 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 Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das mit der AfB und so weiter noch nicht so hundertprozentig ist, aber das ist nur meine Meinung. Zugbeeinflussung.
So, jetzt fahren wir gleich über Coswig. Nächste Station Nidderau. Der AFB bringt gar nichts. Bringt einfach gar nichts. Ich weiß nicht, wie ihr das so managt mit der AFB, aber ich habe das Gefühl, die bringt überhaupt nichts. PCB-Modus M. Können wir das irgendwie ändern? Der Vektor erfüllt zuverlässig alle europäischen. Ja, ist klar. Zwangsbremsung, Ja. Zwangsbremsung, Das musste jetzt aber mal Zwangsbremsung, sein. Zwangsbremsung, Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung, 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 AFB, AFB, AFB.
AFB. AFB. AFB. AFB. AFB. Ich will es nicht verstehen. AFB. Ist mir auch egal. AFB. Ist mir auch egal. AFB. Vollkommen egal jetzt. Toll, das war diese PCB Art of M, das muss man erst mal wissen. Das mit der PCB verstehe ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall haben wir eine Rush Hour in Dresden. Ist ein Riese auf der Strecke, also sehr, sehr viel KI-Verkehr. Nur das mit der AfB geht mir ziemlich auf den Geist. Ich glaube, jetzt habe ich es rausgefunden. Jetzt funktioniert das natürlich nicht während der Fahrt. Moment mal. Egal.
sehr viel KI-Verkehr hier. Aber das muss man auch erstmal alles lernen, der neuen Lok. Man beißt sich da so Stück für Stück durch und ja, der AFB, das habe ich jetzt glaube ich rausgefunden, wie es funktioniert. Dass man die PZB-Art umstellen muss, habe ich jetzt auch gelernt, alles klar. Mal das einfach mal eben. AFB, AFB, AFB. So, den stellen wir auf 120. So. Dann versuchen wir es mal, ob es jetzt funktioniert. Wie gesagt, man muss das alles probieren und man frisst sich da so, beißt sich da so Stück für Stück durch. Funktioniert's. Wunderbar, klasse. So, wir dürfen aber 130. Schon wieder bestätigen. So, dann winkt der Punkt doch nicht mehr. Dann funktioniert das auch. Sehr, sehr schön. So, da haben wir das AFB-Problem auch gelöst. Sehr, sehr nice.
muss das ja auch erstmal alles wissen. Da auch mit der PCB-Art, dass man die umstellen muss, das wusste ich nicht. Hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich sein muss, aber okay, jetzt bin ich schlauer. Und das mit der AFB haben wir dann auch geklärt. Sehr, sehr schön. So, da steht auch ein Elektron im Güterzug. Fallen wir so langsam in den Abend hinein, die Sonne geht unter. Wir sind kurz vor Riesa. So, noch 7,8 Kilometer. Sehr, sehr viele Regionalexpresse hier unterwegs. Da fällt mir nebenbei ein, wir haben noch nicht einen Fernzug hier gesehen auf dieser Strecke. So langsam nähern wir uns dann unserem Endhaltepunkt. Wieder ein Regionalexpress. Schutzstrecke. So, 4,8 Kilometer noch, 11,2. Noch ist keine Geschwindigkeitsbegrenzung angegeben, das heißt, wir dürfen noch weiter mit 120 fahren. Aber das wird sich mit Sicherheit gleich ändern. Auf jeden Fall gelbes Vorsignal.
80-40. So, das heißt, fuck, ich wollte gerade bremsen. Ach. Ach. Ja, verdammte Scheiße, ey. Ich hab's noch gesehen, aber ich hab zu spät gedrückt. Verdammter Scheißdreck, ey. Zugbeeinflussung. 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 Mein Gott. Zugbeeinflussung. 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 Ja, ist ja gut jetzt. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Boah, 3-2 sind in einem Szenario, ey, was ist denn los? So, wie gefällt euch denn überhaupt das Upgrade der Strecke von Dresden-Riesa? Seid ihr damit zufrieden? Könnte es Verbesserungen geben? Schreibt es gerne in die Kommentare. So, da fahren wir auch endlich in den Rieser Bahnhof ein. Meine Güte. Meine Güte, was ein Szenario. So, Türen entriegeln, das machen wir natürlich. Ein anderer Lokführer fährt nur mit diesem Zug weiter nach Leipzig. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben, ja. Will ich das wirklich sehen? Geschwindigkeitsüberschreitung minus 162. Wieder nur Silber. Ah, ihr habt noch viel zu lernen mit dieser Lok. Ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir mal gar nichts. Habt ein schönes Wochenende, habt einen schönen Freitag. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt
Mir treu, passt auf euch auf. Euer der Dänisch Beach Hast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.